was das letzte Mal geschah. Das Prisma läutet eine neue Ära ein. Sieh nur, das Licht der Reflektoren. Damit kontrolliert er sie. Wenn wir sie neu ausrichten, greifen sie ihn an. Das hoffe ich. Versuchen wir es. Wie ich sehe, haben wir Gäste. Diese zwei da. Tötet sie! So, aber mehr können wir jetzt nicht machen. Und von daher können wir das wieder schließen. So, dann wollen wir mal mit ihr mitgehen. Mal gucken, ob wir Hannah jetzt wirklich retten können. Ach, nicht Hannah, Kim. Hannah laufen wir ja hinterher. Wie mein Charakter sie anguckt. Voll am Anstarren. Hannah, wie geht's dir? Ich frag nur wegen Tyler. Er hat mich immer nur benutzt. Ist mir klar. Ich vermisse ihn schon. Wieso kann nicht einfach alles so sein wie früher? Es ist meine Schuld. Hätte ich ihm nur nicht die Maske gegeben. Ist alles Angst, Jess? Jetzt würdest du ertrinken. Oh, was ist denn jetzt los? Dann renne ich einfach mal weg, würde ich sagen, wa? Mein Verstand ist eh nicht sehr viel mehr zu. Wenn ich mich so anstelle, ich stelle mich nicht an. Ich würde nie etwas tun, was dich verärgert. Und wo ist jetzt Hannah? Klar, die ist jetzt weg. Ja, logisch. Natürlich ist sie jetzt weg. Dieses Geruckel manchmal geht mir ein bisschen auf den Keks. Wie gesagt, es dürfte eigentlich nicht an meiner Hardware liegen, aber ach, wie es manchmal so ist, manchmal haut ja eine kleine Komponente nicht hin und dann hast du halt dieses Problem. Aber egal. So, Fragebogen von Hannah. Sind Sie bereit, am Astral Light Spiritual Retreat teilzunehmen? Bereiter als jemals zuvor? Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme? Gänzlich mit der Schönheit der Prismenwissenschaft unter fachkundiger Anleitung von Guru Tyler 1 zu werden? Oh je. Beschreiben Sie Ihren geistigen Zustand. Was hält Sie davon zurück, Ihre spirituelle Erfüllung zu finden? Ich fühle mich, als wäre ich nah dran, als ob ich an der Schwelle stehe. Ich brauche nur jemanden, dem ich vertraue und der mir hilft, über diese Schwelle zu treten. Nur wenn ich ohne Zurückhaltung vertrauen und lieben kann, bin ich in der Lage, mich spirituell dem Kosmos hinzugeben. Ich glaube, das wird schon bald geschehen. Wovor haben Sie am meisten Angst? Was sind Ihre persönlichen Dämonen? Wie du weißt, habe ich Vertrauensprobleme und Angst vor Ablehnung. Zu viele Leute, die ich geliebt und denen ich vertraut habe, haben mir den Rücken zugekehrt und das macht mich nervös. Manchmal reagiere ich zu heftig auf Dinge, die nicht so ernst sind, aber ich bin jetzt stärker dank der Methoden, die ich gelernt habe. Nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein, haben Sie Allergien oder medizinische Probleme, über die Guru Tyler in Kenntnis gesetzt werden sollte. Ich trinke und rauche weniger in den letzten 6 Monaten. Ich würde es nicht als medizinisches Problem beschreiben, aber ich achte darauf. Ja, okay, hört sich ja jetzt erstmal alles okay an, sage ich mal. Oder beziehungsweise ist das jetzt noch nichts, was wir eigentlich nicht wussten. Hör auf, dich verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Und ihm. Ich hoffe, das Spiel erwartet jetzt nicht von mir, dass ich gegen dieses Vieh hier kämpfe. Was ich jetzt nicht mehr sehe. Aber das will ich nicht. Nein, nein. Ich meine, gut, vielleicht verpasse ich irgendwas, wenn ich es nicht mache, ne? Aber ich will nicht. Zumal mein Verstand auch sagt, ich will nicht. Ein unbekannter Auslöser brachte die Eier der Nebelwürmer zum Schlüpfen. Sie haben den Körper und die vitale Energie der Kröte gefressen, wodurch nur eine Leiche als Marionette übrig blieb, die ich Nebelkröte nenne. Die Würmer übernehmen die Rolle von Muskeln und Sehnen, dann zerren sie die Leiche zu einem Ort, der sich sowohl für das Infizieren weiterer Wörter als auch das Kultivieren weiterer Prismen eignet. Ist ja eklig. Oh.
Ich kann meinen Geist ein wenig stärken. Jingle, ding, ding. Ich dachte eigentlich, dieser Kristall hilft mir, dass ich es eben nicht von meiner anderen Energie wegnehmen muss. Ach nee, der lädt das dann nur wieder bis zu einem gewissen Grad auf, ne? War das nicht so? Muss ich jetzt gegen die Kröte kämpfen? Schlecht für mich ist. Bei ihm fühle ich mich gut. Nee, ne? Jetzt sag mir nicht, ich komm. Doch. Nee, das sieht so aus, als wenn hier ein Teil fehlt, ne? Das ist es nicht. Scheiße. Oh, ich muss 100 Pro hier runter. Das war so klar. Hi. Ja, na dann. Ich hoffe, ich kann die überhaupt kaputt machen. Wow. Das ist nicht nett von dir. Nimm dies. Können wir mal bitte schnell hier... Ich werde gleich sterben. Lässt sich ja davon nicht so sehr beeindrucken hier von allen, ne? Können wir mal kurz darüber reden, dass das uncool ist? Kannst du mal bitte einfach schnell kaputt gehen? Oh no, das war so klar, dass das passieren wird. Och nö. Minno. Ich will. Ach, jetzt muss ich da oben wieder rein. Hör auf, dich verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Ihm. Und Scheiß muss ich. Hier ist halt echt nichts drin. Da ist auf jeden Fall Heilung. Das Problem ist mein Kopf. Hä? Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Die Eingeweihten. Irene, großes Potenzial, flexibel. Jimmy, Lorettas Mann, Verdacht schüren, gegen Edward auszuspielen. Loretta, Jimmys Frau, isoliert sie. Mit Pam oder vielleicht Gary zusammentun? Charlene ist verstört, aber harmlos. Dicky, zu viele Fragen zum Mindestdienst verlegen. Charles, starkes Temperament. Gewalttätig, Security. Ausbildung schnell abschließen. Jenny, einfältig, private Sitzung dreimal. Pam, nervig, hingebungsvoll, Küchen- und Moraldienst. Gary, charmant, musikalisch begabt. Rekrutierungsaufgaben erweitern. Janet, auszaubern, klug, stark. 4 Wochen zum Einweisen, sonst beseitigen. Edward, ehrgeizig, Ivy League, Absolvent, potenzielle Gefahr, gegen Jimmy ausspielen. Freddy, wenig übrig, beseitigen. Ernest, töricht, hat aber viele Beziehungen. Weiter Anreize geben. Doll. Das ist schon krass. Aber genauso läuft's in diesen Sekten. Genauso. Ob jetzt genauso, weiß ich natürlich nicht. Ach ja. So. Na gut, ich hoffe mal, dass das jetzt besser funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal von hier unten rein. Auch wenn das wahrscheinlich null was ändern wird, aber egal. Versucht, macht klug. Was habe ich denn überhaupt an Waffen? Das sieht ja schon wieder sehr mau aus. Ja. Und hier könnte ich aber vielleicht was anderes benutzen. Vielleicht ist das besser.
Wow, das hat's ja jetzt auch gebracht, nicht. Ich weiß gar nicht, kann die überhaupt sterben? Ich meine, es muss ja hier irgendwas passieren. Wie soll ich hier sonst weiterkommen? Setz die Fähigkeit ein. Hä, warum kann ich die nicht einsetzen? Hä? Ich bin verwirrt. Warum setzt er die Fähigkeit nicht ein? Hä? Ich verstehe es nicht. Hallo. Was macht das Vieh? Kann ich die überhaupt besiegen? Die ist ja halt so lila. Kann ich lilane Viecher überhaupt besiegen? Oh, ich bin schon wieder gestorben. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal den Eintrag durchlesen. Kann ich die überhaupt besiegen? Aber wenn nicht, wo soll ich denn sonst weiterkommen? Och nee. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Zeiger. Weil wo soll ich denn auch sonst die Teile finden? Ich habe ja keine andere Wahl. Verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Und ihm. Scheiße, Musik. Die wehrt halt auch irgendwie die Sachen so schnell ab. Das ist auch so ein bisschen nervig. Was könnte ich denn gegen die einsetzen? Nebelwand? Änder deine physische Ebene. Okay. Die würde das festhalten. Zurückstoßen. Schicke einen Schwarm von Manderfliegen aufs Ziel. Verlangsamt Gegner? Vielleicht das? Ey, ich habe keinen Plan. Lesen. Jetzt muss ich immer googeln. Forschung. Forschung. Da. Nebelkröte. Tipps. Erhält zusätzlich Schaden durch spirituelle Waffen. Weiche in unterschiedliche Richtungen aus, um ihren kosmischen Strahlen zu entkommen. Sie vergisst dich wieder, wenn du nicht zu sehen bist. Aha. Okay. Also kann man sie besiegen. So nehme ich das jetzt auf jeden Fall mal an. Ich mach dich platt. Vielleicht ist dann eigentlich das hier eine gute Wahl. Schauen wir mal. Moment mal. Ich muss hier nochmal kurz zurück. Oh, da liegt was. Da liegt was. Kann ich vielleicht doch einfach weg? Es wäre so schön. Okay. Aber das ist halt nur ein Stück. Und eins liegt. Ernsthaft? Dann wollen die doch alle mit Absicht ziehen. Oh Mann, ey. Das Ding ist, ich nehme halt auch immer so viel Schaden. Das ist voll anstrengend. Jetzt vergisst sie mich wieder. Kann ich so vielleicht gucken, ob ich hier irgendwas finde, was mir hilft? Nee, die sieht mich doch trotzdem. Hilfe! Sie springt mich an. Hier, nimm das da. Ich habe keine Ahnung, was ich bei dir machen soll. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Geh einfach kaputt. Oh, weg. Fuß weg. Das zieht aber auch extrem ab. Wenn die das macht, muss ich einfach gleich weglaufen. Oh no, also es kann sich hier nur noch um Jahre handeln, also ernsthaft jetzt mal, meine Fresse. Das ist ja überhaupt nicht anstrengend und ich bin total überhaupt nicht genervt. Mir geht's total gut und so. Hör auf, dich verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Oh Mann, ey. Aber alles ist gut. Alles wird gut. Ach ja, ich muss das halt alles mitnehmen, ist wichtig. So, was mache ich jetzt hier nochmal? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich was bringt, wenn ich hier an diesem Kristall meinen Kopf auf dingste. Ganz so sicher bin ich mir halt irgendwie auch nicht, ne? Das ist halt...
So, dann haben wir hier noch einmal Leben draußen, was ich schon wieder vergessen habe. Okay. Ich könnte da noch einmal aus dem Nebel rauslaufen. Ob es mir was bringt, weiß ich nicht. Das Spiel will es so. Stirb einfach. Ich bin gerade in so einer guten Enge hier. Kannst du irgendwie nicht weg? Aber meinetwegen jetzt ewig so. Oh, weg, 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 weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, weg, 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 weg. Das haut extrem rein. Hier, nimm das da. Richtig viel helfen tut's nicht. Egal. Stirb doch ein. Nein, 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 ich muss weg. Ich muss weg. Ich, muss weg. Oh, ich krieg das immer voll ab. Ich bin viel zu dumm. Also ernsthaft in der Hinsicht bin ich wirklich zu dumm. Stirbst du jetzt endlich mal? Hallo. Können wir mal kurz darüber reden, dass du sterben solltest? Nein. Du stirbst jetzt. Stirb. Nein, ich muss weg, ich muss weg. Oh Gott, Alter. Einmal noch und ich bin tot. Hier ist auch nichts, was mir helfen kann. Das ist doch Käse. Zumal ich habe halt auch gleich keine Waffe mehr. Nein, nein. Renn. Ich habe jetzt echt keine Waffen mehr, ne? Nö. Ich hab nichts mehr. Was soll ich tun? Da unten rein. Ist sie jetzt echt gestorben? Wow. Aber ich kann auch da unten rein, oder? Ich gehe jetzt hier kurz rein, bevor ich mich da unten umgucke. Ich hätte mir den ganzen Kampf sparen können. Jo, hätte ich. Geil. Egal, jetzt ist es geschafft und da hinten hat sich was aufgetan. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch irgendwas. Ansonsten ist echt schlecht, ne? Gott, wo führt mich das jetzt hin? Ey, ernsthaft, willst du mich jetzt verarschen? Ich möchte einfach nicht ständig einsam sein. Kann ich da auch hochgehen? Jetzt habe ich das eingesammelt, nur um auch so hier weiterzukommen. Okay, weil ich hätte sowohl als auch, ich hätte gegen das Vieh kämpfen können und ich hätte es auch lassen können. Okay. Jo, jetzt bin ich dafür aber halt auch richtig am Arsch, ne? Wir haben einander. Wen habe ich? Bringen. Sie alle zurückholen. Ob sie das halt auch wirklich kann? Hm. Ich brauche unbedingt Leben. Er sieht so normal aus, nicht wahr? Charmant, intelligent, real. Warum bin ich hergekommen? Warum habe ich ihm geglaubt? Er hat mir alles genommen. Mein Geld, meine Frau, mein Leben. Nach 2 Stunden dachte ich bereits, ich hätte meinen Verstand verloren. Ich wusste nicht, wie viel mehr ich noch verlieren konnte. Ich bin am Ende. Er hat mir das angetan. Und diese Kreaturen sind echt. Aber er tat mir das an. Ich bin erledigt. Scheiß auf diese Insel. Hm. Ist halt schon, also für alle anderen Mitglieder dieser Sekte ist das halt wirklich unglaublich traurig. Lieben Sie mich.
ich nicht mehr allein. Vielleicht wird Jess meine Freundin und bleibt bei mir, nicht wie die anderen. So, wo soll ich mich denn überhaupt mit Hannah treffen? Ich habe echt gar keine Ahnung mehr. Kann ich irgendwo meine Aufgabe sehen? Kann mir jemand meine Aufgabe verraten? Hallo? Hallo? Triff Hannah beim Retreat. Also bei Kommune? Oh, verdammt. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich zur Kommune? Ich weiß es nicht. Kommune, da lang. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Die Frage ist, welche Farbe bringt mich denn ganz zum Anfang? Puh, gelb, glaube ich, ne? Gelb war Kim. Gelb müsste mich relativ an den Anfang bringen. Hoffe ich zumindest. Ich habe halt keine Ahnung, das ist alles nur Spekulation. Aber selbst wenn, komme ich jetzt wahrscheinlich an irgendeinen Ort, den ich irgendwie kenne. Wenn das Prisma-Quatsch funktionieren würde. Echt erstaunlich. Oh, gelb war gar nicht Kim. Nein! Genau! Geodom, hier muss ich hin. Jawohl, ich bin aus Versehen richtig. Yeah. Warum ist das Bild auf einmal so schlecht? Ach, das ist ruckeln manchmal, ne? Hammer. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ich mein's ernst. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich bin mir gerade unsicher. Oh no. Nicht, dass ich jetzt doch in die falsche Richtung gehe. Ich finde, hier könnten die Pflanzen auch eigentlich mal ruhig nachwachsen. Ich muss zurück. Oh Mann, ey. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück, zurück, zurück. Ich hoffe, ich bin richtig. Nein. Och man, komm schon. Oh je, ey. Jetzt habe ich mich so richtig verfranst, ne? Toll. Ich hätte wahrscheinlich nicht abkürzen sollen. Oder versuchen sollen abzukürzen. Das war wohl mein Fehler. Hä, aber ich bin trotzdem verwirrt. Da stand doch hier Kommune gedöhnt. Oder ist damit die andere Kommune gemeint? Och Mann. Ich will doch nur zurück. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Wo muss ich denn hin? Spirit Trail, Mine. Ich glaube, das ist alles nicht, ne? Geodom, da muss ich doch hin, oder? Ich weiß es echt nicht. Oder muss ich eigentlich zum Spirit... Ne, Geodom, oder? Ich habe echt keinen Plan. Ich gehe jetzt zum Geodom, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich hoffe einfach, dass es richtig ist. Wenn nicht, habe ich ein echtes Problem. Ey, ich habe das Gefühl, ich laufe völlig falsch. Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Hä, das ist alles voll verwirrend. Hä? Ugh.
Bleiben Sie ruhig, kleines Pferdchen. Puh, ich bin verwirrt. Aber jetzt in echt und so. Ja, toll, triff Hanna beim Retreat. Wenn wenigstens Retreat ausgeschildert wäre. Ich laufe mir doch hier gerade vor den Wolf. Oh, geht mir das auf den Keks. Aber wenn man hier halt guckt, dann heißt es doch, geh da lang. Oder meinen die vielleicht hier den Weg lang? Ja, ist halt alles schwer zu sagen. Okay, also hier wahrscheinlich lang. Gut. Warte mal, bin ich hier nicht gerade auf der anderen Seite eigentlich rausgekommen? Jo. Also hätte ich einfach nur hier runtergehen brauchen. Hä? Bin ich doch auch, oder? Ja, na klar. Hä? Wollen die mich veräppeln? Ich war doch hier, oder war ich... War ich nicht hier? Nee, hier war ich nicht. Aber jetzt bin ich richtig gut. Mann, 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 ey. Eine Karte wäre ganz geil. Ich meine, gut, man hat diese Zeiger. Und wenn man mal auch drüber nachdenkt, hat auch jeder Ort eine Farbe. Ich hätte also nach Blau gehen müssen wahrscheinlich. Weil Gelb wohl die Mine ist. Gut, jetzt weiß ich's ja. Hehe. Ja, du hättest ja auf mich warten können. Du bist einfach abgehauen. Was soll denn das? Willst du das hier wirklich machen? Ich habe ja keine Ahnung. Wenn wir starten, gibt es kein Zurück mehr. Jo, cool. Dann zustimmen oder wie jetzt? Ich bin bereit, Hanna. Okay, gut. Bin auch soweit. Kim! Oh, Gott sei Dank! Wie fühlst du dich? Ich habe solche Kopfschmerzen. Was ist gerade passiert? Hey, entschuldigt bitte. Kim, ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber uns läuft die Zeit davon. Jess, kann ich dein Prisma haben? Es ist abgefahren. Ich erkläre es dir später. Ich hatte so fürchterliche Albträume. Von Angie. Und auch von dir. Glaubst du wirklich, du kannst den Nebel so zerstören? Maya. Sonny. Tyler. Was? Ich kann sie aus dem Nebel wieder zurückholen. Ich weiß genau, wie es geht. Hannah! Nein! Mein ganzes Leben wollte niemand etwas von mir wissen. Außer ihnen. Anstatt zu versuchen, es aufzuhalten, könnten wir zusammen vereint sein. Ich wusste Hannah doch, die Alte trieb durch. Das ist nur der Nebel. Du kannst sie nicht zurückbringen. Hör auf, Hanna, sonst bringt dich der... What? Es tut mir leid. Aber ihr werdet es noch verstehen. Kim, kannst du aufstehen? Wir müssen sie davon abhalten. Mir ist zu schwindelig, um zu laufen. Geh du, ich komm schon klar. Hanna, bitte, hör auf damit. Nein, ich gebe sie nicht auf. Du kannst sie nicht zurückholen, Hanna. Sie sind nicht echt. Es musste ja so kommen, dass sie durchdreht. Okay, Schnappatmung, bleib mal flauschig. Beruhig dich doch erstmal. Hallo, beruhig dich. Beruhig dich. Hä? Wo muss ich hin? Bitte was geht hier ab? Hallo? Was?
can be difficult to know where to begin. You may not realize it, but you are sacred. Add your voices. It's working.